Und die dritte Frage, Frage Nummer 3, sehr direkt. Endlich frei. Ich meine allerdings eine ganz spezielle Freiheit. Eine Freiheit, die dir niemals jemand wegnehmen kann. Niemals. Und dazu stelle ich dir in diesem Video zwei ziemlich, ja, direkte Fragen. Es sind drei Fragen, glaube ich, ja. Vor kurzem sagt zu mir jemand, hey, du bist immer so positiv, wie machst du das? Bin ich wirklich immer positiv? Echt? Bin ich positiv? Denn sie hat mir eine Story erzählt, wovor sie sich fürchtet, wovor sie Angst hat, wo sie verunsichert ist. Und ich habe das Ganze dann ein bisschen anders gesehen und sie sagt dann zu mir, hey, du bist immer so positiv. Ich habe mir dann selber gedacht, bin ich echt so positiv? Also vom Positivdenken selber, vom krampfhaft Positivdenken halte ich ja überhaupt gar nichts. Dazu findest du auf diesem Kanal ein Video. Positives Denken schwächt. Ich allerdings liebe es, den Radius zu erweitern, über den Tellerrand hinauszuschauen und zu schauen, was könnte hier dahinter stecken. Denn an diesem einen Punkt, den wir oft sehen, ist es wirklich oft ein Problem, eine Schwierigkeit, eine Riesen-Challenge. Nicht immer so lustig und immer so leicht. Allerdings, wenn wir darüber hinausschauen, dann sehen wir auf einmal, wie das Ganze in Verbindung mit anderen Dingen steht. Und dass dann ganz andere Dinge ins eigene Leben fließen. Ja, wenn das positiv ist, dann ist es so. Allerdings, ich liebe die Genialität des Lebens. Jetzt zum Video. Endlich frei. Endlich frei sein. Für immer. Egal wie die äußeren Umstände sind. Hast du Lust darauf? Dann bist du bei diesem Video hundertprozentig richtig. Und übrigens, hast du diesen Kanal eigentlich abonniert? Wenn du ihn abonnierst, dann stehst du immer in der ersten Reihe. Es kommen fast wöchentlich neue Videos daher. Kurze Videos zum Thema persönliche Entwicklung, persönliche Entfaltung. Tipps und Tricks, die du sofort in deinen Alltag integrieren kannst. Wenn wir uns entwickeln, wenn wir uns entfalten, dann stehen wir ganz anders im Leben. Wir ziehen ganz andere Dinge in unser Leben. Das Leben macht viel mehr Spaß. Es ist viel klarer, es ist viel leichter, es ist viel offener. Was ist eigentlich persönliche Freiheit? Ganz unabhängig, wie die äußeren Umstände sind. Du bist hundertprozentig frei. Du bist hundertprozentig frei. Was bedeutet das? Wie kommt man dahin? Dazu stelle ich dir jetzt zwei Fragen und dann noch eine Frage. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Stell dir das mal vor, du hättest keine Angst. Was würdest du dann diese Woche machen oder die nächste Woche? Was würdest du das nächste Monat machen? Was würdest du in diesem Jahr machen? Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Lass dir diese Frage mal so auf der Zunge zergehen. Viele Menschen haben Angst vor der Zukunft. Sie haben Angst zu scheitern. Viele Menschen haben Angst, was andere Menschen über sie denken. Angst. Was wäre, wenn wir keine Angst hätten? Diese Frage einfach mal so stehen lassen. Vielleicht schreibst du sie auf und schau einfach mal drauf. Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Und die zweite Frage. Wenn ich Angst habe, wie nützt mir die selber? Ganz persönlich. Denn der Mensch ist ein Nutztier. Er macht alles, weil er einen Nutzen davon hat. Du schaust dieses Video, weil du das Gefühl hast, es bringt dich weiter, es nutzt dir etwas. Was nutzt es, wenn wir Angst haben? Echt? Irgendwie blöde Frage, gell? Wenn ich Angst habe, wo ist der Nutzen dahinter? Wo ist der? Der ist oft ein bisschen verdeckt. Wir haben oft Angst vor der eigenen Größe, vor der eigenen Stärke. Darum halten wir uns zurück, machen wir uns klein, hören, was andere sagen, tun genau das, was andere uns sagen, was irgendein Experte oder eine Expertin sagt. Genau das tun wir dann. Und wir sind dann auch noch süchtig danach und fragen, was sagst du denn? Ja, ah ja, genau, ja. Wenn ich keine Angst hätte, dann wären mir diese Meinungen, mich würden sie vielleicht interessieren, aber ich würde mir dann meine eigene Meinung bilden und würde sagen, hey, ich habe keine Angst. Ich weiß ganz klar, was für mich zu tun ist. Ich weiß es.
wenn ich keine Angst hätte? Und wo ist der Nutzen, dass ich Angst habe? Warum muss ich mich klein machen? Warum? Warum ist das notwendig? Warum? Habe ich Angst vor meinem eigenen, vor meiner eigenen Größe, vor meiner eigenen Stärke? Ja, das ist eine berechtigte Angst, denn die eigene Stärke, die du hast, die jeder von uns hat, die ist unglaublich groß, die ist riesig. Und sehr viele Menschen, ganz viele Menschen, haben Angst vor der eigenen Stärke, vor dem eigenen Licht, vor der eigenen Größe. Aber nicht jetzt Größe in Raum gemessen oder in Höhe gemessen, sondern von der Frequenz her. Angst vor dem eigenen Licht zu haben. Was wäre, wenn du keine Angst hättest? Einfach mal tun und machen, was du wirklich möchtest. Mach's einfach. Probier's einfach. Ganz egal, was andere sagen. Komplett wurscht. Angst vor der Zukunft, das ist eine eingebildete Angst. Denn gibt es die wirklich, die Zukunft? Eigentlich gibt es nur diesen jetzigen Hier und Jetzt, diesen Moment. Das ist doch die Realität, oder? Also habe ich jetzt in diesem Moment Angst? Frag dich selber. Da kommt ein klares Nein in den allermeisten Fällen. Jetzt habe ich keine Angst. Das heißt, wenn unser Gedanken, unser Kopf-Ego-Denken die ganze Zeit in die Zukunft spaziert, dann entsteht Unsicherheit und Angst. Ja, was wird denn in 13 Jahren sein? Was wird denn in 10 Jahren sein? Und wie wird das Ganze denn in 6 Jahren sein? Und mein Gott, merkst du es? Angst hat sehr viel mit Zeit zu tun. Raus aus der Zeit. Rein ins Jetzt, rein in den Moment, in das Heute wenigstens, in das Heute. Da ist auch schon viel Angst weg. Kannst du mit diesen zwei Fragen was anfangen? Denn jetzt kommt noch die dritte Frage. Und im Powerkick zum Wochenstart stelle ich immer wieder solche Fragen. Und es gibt immer wieder Kurzgeschichten und es gibt immer wieder Einladungen zu kostenfreien Webinaren. Wenn du Lust darauf hast, unten findest du den Link zum Powerkick für den Wochenstart. Und die dritte Frage, Frage Nummer 3, sehr direkt. Wie entsteht eigentlich psychologisches oder psychisches Leiden, wenn wir Angst haben, wenn wir verunsichert sind, wenn wir glauben, wir müssen noch unsere Vergangenheit aufarbeiten, wir müssen noch so viel tun, damit die Zukunft gut wird? Wenn wir unzufrieden sind mit der aktuellen Situation, wenn wir nicht wissen, wie wir dies oder jenes machen, wenn wir eben leiden. Du siehst es im Gesicht der Menschen, diesen Leidensausdruck, der ist sehr weit verbreitet. Wie entsteht eigentlich dieses Leiden? Das hat eine einzige Ursache, stell dir das mal vor. Psychologisches Leiden hat eine Ursache. Die Ursache ist, hat 4 Buchstaben. Die Ursache von all unserem psychologischen Leiden ist Zeit. Die Zeit. Wir denken in der linearen Zeitebene. Zukunft, Vergangenheit. Wie wird es wohl? Was war denn? Mei, es war so schlimm. Ja, wie wird das? Und ich habe Angst und so weiter und so weiter. Ich möchte eine andere Situation als jetzt ist. Meine Situation gefällt mir nicht. Sie muss anders werden. Hoffentlich wird sie dann anders. So entsteht Leiden, psychologisches Leiden. Wenn wir rausgehen aus der Zeit, das heißt, wenn wir es üben, so gut wie möglich im Hier und Heute zu leben, einfach üben, im Hier und Heute zu leben. Das, was jetzt ist, ist wichtig. Ja, natürlich müssen wir schauen, in welche Richtung das wir gehen, ganz klar. Aber der Hauptfokus liegt in diesem Moment und im nächsten Moment, aber nicht viel weiter. Und das andere ist im Überblick. Hauptfokus im Hier und Jetzt. Raus aus der Zeit, raus aus dem Leiden. Stell dir das vor. Versuch das mal im Hier und Heute, so gut wie möglich. Dann bist du aus dem Leiden draußen. Und alles Leiden ist für dich Geschichte. Das kann man üben. Das geht wirklich. Das geht wunderbar. Und ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder. Entweder beim nächsten Video oder beim Powerkick zum Wochenstart. Du findest unten den Link dazu. Ich freue mich darauf. Hey, hau rein! Wirf die Zeit über den Haufen, raus aus dem Leiden,
in die absolute Freiheit, in die Freiheit, die du dir wünschst. Die kannst du selber machen, ganz unabhängig, wie die äußeren Umstände sind. Jetzt, absolut frei, dich kann man sogar einsperren und du bist frei. Nelson Mandela, der war eingesperrt, total frei. Und wie er dann rausgekommen ist, ja dann, du kennst die Geschichte. Freiheit ist etwas, das wir in uns selber entwickeln, entfalten können. Und wie du siehst, es ist gar nicht so schwer. Es ist vielleicht ein bisschen, ja, die Herangehensweise ein bisschen anspruchsvoll, aber wenn man es ein bisschen übt, dann ist man voll am Punkt. Raus aus der Zeit, raus aus dem Leiden, rein in die innere Freiheit. Hey, bis bald. Servus.